Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Tyranny. Wir haben beim letzten Mal Barrick, ich glaube, ich werde ihn Barrick nennen, kennengelernt und in die Party aufgenommen, der ein bisschen komisch ist. Genau, der mit seiner Rüstung verwachsen ist, was, okay, dann hat er. Okay. Wir haben auch, die beiden können auch Talent Points ausgeben. Das will ich erstmal noch nicht machen. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir haben hier ja diese Talent Trees. Und, du hast schon einen Punkt verteilt. Okay. Aber, ach, wir haben noch einen mehr. Ach, wir haben neun. Okay, das war. Ah, okay. Weil ich noch nicht so ganz sicher bin, das sind ja noch nicht alle. Ich glaube, wir werden nur zu viert sein und nicht zu sechst. Das habe ich, glaube ich, irgendwo gelesen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Das heißt, wir kriegen in jedem Fall aber noch einen dazu. Und wahrscheinlich kriegen wir auch noch mehr dazu und können uns dann, ne, wie üblich, entscheiden, wen wir nehmen. Davon will ich so ein bisschen abhängig machen, wie ich die Leute verskille. Weil ich meine, wenn wir jetzt, zum Beispiel ihr. Also das hier scheint so Richtung Fernkampf zu gehen und das hier scheint Richtung Nahkampf zu gehen. Wenn wir jetzt noch einen super Fernkämpfer finden, da ist es vielleicht nicht nötig, sie zum Fernkämpfer zu machen. Andersrum, wenn wir noch einen super Nahkämpfer finden, ist, ne, ihr wisst, woraus hinausläuft. Deswegen werde ich damit, solange wir am Leben bleiben können, erstmal noch warten mit dem Skillen. Um ein bisschen mehr Informationen zu haben, um eine informed decision treffen zu können. Aber jetzt sind wir ja hier, so jetzt haben wir mal alle. Hört ihr schon? Die haben wir letztes Mal geredet, ne? Jo. Ein Marshal ist. The Edict draws near. Preparations are almost complete. But we aren't moving fast enough. Ja, wir moven im Moment buchstäblich gar nicht. Hey! She looks past you, yelling at a soldier far afield. I said, round up those javelins, not a suggestion. She folds her arms, looking at you expectantly. Oh, wir können noch mehr fragen. What's your role in the Disfavored? Das wissen wir doch. Naja, gut. I'm Commander of the Iron Guard, Swordmaster of the Disfavored and Captain of the Third Boreal Company. Her voice booms loudly as the title's roll of her tongue. Commander of the Iron Guard, doesn't that make you second in command next to Ash? That I am. But I view it a very, very distant second and I have no plans to outlive the immortal Graven Ash. Ja, das wird dann auch schwierig. So while by tradition I am executor, or I suppose executrix of the Legion. Okay, das ist schwer auszusprechen. I hope never to act on that sacred duty. Das wird nicht erklärt. Ich nehme an, du bist dazu da, den Sch Sacred Duty. Also du musst dann den Vorgesetzten umbringen, oder? By tradition. Make no mistakes, Graven Ash. Is the mind of the disfavored. I'm but his right hand, a student to his military genius. Where have you seen battle? Let's see. Gates of Judgment, Bastard City, Quick Jaunt through parts of Haven, then on to Stalwart. She looks up at you with a shrug. And finally here, Venrian's Well. Quite a tour it's been. What can you tell me about Ascension Hall? Is the name of the inner sanctuary of the old citadel built at the geographical center of Vendrian's Well? It was that the Vendrian Guard signed the surrender. It was here that the Vendrian Guard signed the surrender of 429. Okay. Kyrus's edict is directing us to take Ascension Hall. That's what the locals call the inner sanctum of the citadel built at the base of the mountain spire. She points east toward the narrow vertical line of stone that rises above all other points in the horizon. It's also the base camp for the Vendrian Guard, so taking Ascension Hall has always been one of our objectives in putting down this insurrection. But now we have a life or death reason to make the Citadel our one and only focus. Who's the strongest warrior? Was ist das? Modesty demands, I omit myself, but if I had to form the Legion into one giant phalanx, I'd have Sevius the Younger and Barrick, oder Barrick, jetzt nenne ich ihn doch Barrick, take the corners.
Sevius has been at this since before I was born, and Beric, well... Well, what? I'm neither deaf nor fragile. Say what you were going to say. I was going to say that you're perhaps one of the best warriors in the outfit, but good luck getting you to wear your regulation uniform. Yet, ich meine, wenn das zu, mit seinem Körper verschmolzen ist, dann kann er sich ja schlecht umziehen. Schnuffel. Also, ich meine, das... Ich meine, die disfavored sind für Regeln und Ordnung, aber das müssen wir nur einsehen. You're a good soldier, Beric, but you know you're a pain in my ass. Okay. So you're sticking me with the problem child of your court? I'm honored to be assigned one of your finest. Bitte, bitte. Kriegen wir was dazu? Müssen es ja nicht so meinen. Nicht wahr? The honor is mine. When this campaign is over, I hope you'll accompany me in hanging more Vendrian savages along the road. Glaube ich nicht. Think of the stories we'll have to trade. Ich bin mir zumindest sicher, dass ich danach irgendwann in einen Dungeon ziehe. Oder so. Aber das ist egal. What is your role? Okay, na ja, gut, jetzt haben wir... Hat das jetzt irgendwas gebracht bei dir? Ich meine, es wird ein bisschen schwierig. Meine, ihr seid ja nun in den beiden sich gegenüberstehenden Fraktionen. Also wenn ich mich mit dir gut stelle, wird das auf Dauer ja mit dir nicht gut gehen und andersrum, vermute ich jetzt einfach mal. Das wäre ja sonst... Okay, Reputation Scarlet Chorus, das wird Beric. Okay, der mag mich ein bisschen. Was kriegen wir hier? Wir hatten einen Beric, Swords and Javelins, emerged from Beric's Armor. Wo kommen die dann her? And fly into a cloud of iron above the Fatbinder. These weapons begin to rain down in a storm around the Fatbinder. Okay, was ist das hier? Both attack the traps near my enemies and twisted spires of rock. Oh! Oh! Okay. Okay. Wir können ja beides haben. Oh, das können wir jetzt machen. Das können wir machen. Das müssen wir machen. Das muss ich machen. Das will ich sehen. Da habe ich mich, glaube ich, letztes Mal schon so drüber gefreut. Vielleicht ist gar nicht gut, wenn, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir ihn in Angst versetzen. The traps nearby enemies and twisted spires are petrifying them for a short time. Weil petrifying war immer gut. Also, in, was heißt war immer gut? War in Pillars of Eternity gut. Aber, schauen wir mal. Also bisher machen wir auf gut Wetter und das ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Okay, also Sevius ist, Raven Ash protects. Ja, ja, das ist alles schön. Was heißt das? Sevius ist der beste Warrior im Camp hier. Den vielleicht... Vielleicht mit dem reden? Was ist hier eigentlich? Fresh stone, the corner of this prison cell absorbs much of the stench. Isotanis, du bist nicht Sevius? Aber ich habe schon festgestellt, dass wir die Sachen finden... Ah. Das stört die nicht, wenn wir das einfach aufmachen? Dass wir die Sachen, auch die versteckten Sachen finden, ohne scouten zu müssen. Was extrem cool ist, wie ich persönlich finde. Cloth Bracers. Habe ich das jetzt mitgenommen? Ich glaube. Ja. Und ich habe das hier gefunden. Hier können wir unseren Sound ändern. Was aus irgendeinem Grund jetzt hier ein bisschen grafisch glitscht, aber ne? Also weil da, das wollte ich ja. Das habe ich also auch rausgekriegt und so, was ist denn jetzt besser als wir haben, was haben wir hier? Summon und Fatbender, das macht Precision plus 1. Kann man das nicht nebeneinander haben? So. Light Armor, das hat ein bisschen Deflection, macht ein bisschen Crush. Situation typically worn by scratching down notes. Okay, das machen wir ja gerade nicht, da können wir die also durchaus ausziehen, ohne dass wir wieder gegen irgendeinen Uniformcode verstoßen oder so ein Mist. Das ist ein Common Movision Leader, dann lassen also wenn wir die jetzt anlegen... Machen wir das mal.
Purpose. Torn Cape, okay. So, du kannst ja sowieso mit Rüstung nichts anfangen. Das wird ein Spaß. Accessory kannst du tragen, okay. Du hast Bloody Scarlet. Okay, gut. So, dann ja, können wir ja mit dir reden, wenn wir hier schon stehen. Oh, was ist mit dir los? Isotanis curses the air as a blade of thin iron breaks in half beneath his hammer. Das ist aber... Ist denn das so richtig? Repairing weapons with scrap isn't exactly why I got into this craft, but our supplies are spent. He wipes the sweat from his brow and gets a better look at you. Why not forge bronze? Bronze will do in a pinch, don't get me wrong. It can take a beating and get bent back into shape. My God, ich kann heute Morgen nicht lesen nochmal. It can take a beating and get bent back into shape, unlike the stubborn iron we have here. Ja, aber das ist aber, es ist, weißt schon, aber egal, weißt du noch nicht, nur noch ein paar Jahrhunderte warten wahrscheinlich, Jahrzehnte. He glances at a pile of its work with dread. And we always have plenty of tin and copper lying around, so supplies aren't the problem. Ja, wo ist denn das Problem? It's a rare smith who can churn out military-grade bronze consistently. Ah, more often than not, it comes out soft. Ja, und das will ja keiner. Look around camp, we are garbing the legion head to toe in iron, because it's cheaper and easier to produce for the masses. Couldn't do that with bronze. Okay, ist bronze... Ich hätte jetzt echt gedacht, dass Eisenwaffen besser sind als Bronze. Aber... Easier Production? Okay. Ja gut, ich bin kein... Also mit so alten Waffentechnologie kenne ich mich buchstäblich überhaupt nicht aus. Ich kenne mich auch mit neuer Waffentechnologie. Ich kenne mich mit Waffentechnologie einfach nicht aus. He looks Beric up and down. Of course, some of us do go overboard from time to time. Ah, Brüller. Okay, du wirst hier der Comic Relief offensichtlich. Die arme Sau. They call it disfavored the Iron Legion for a reason. Strategy and skill may be our backbone. Das hat man bisher noch nicht gemerkt. But our claws are made of iron. The good stuff that comes from the smith in Lethian's Crossing. Ja, das war ja ich für verantwortlich. Das ist ja... du darfst mich anbeten. You mentioned an iron shortage? I'm afraid so. The last shipment sent down the Martani went missing near Echo Call Crossing, and I'm afraid we won't be seeing any more now that the valley is sealed. Da ist was dran. Forgebound Iron is Tunan's responsibility. Why is this the first thing I'm hearing of it? Keep your voice down. Graven Ash doesn't want to cause a panic or pass any information to the Vendrian Guard. Best case scenario, the iron tumbled off a boat and is rusting on a riverbed. Worst case, it ends up in enemy hands. Ja. Und da hat mal keiner angefangen, da mal nachzuforschen. Wo das geblieben ist. Okay. I've been instructed to aid in Operation in Echo Call. I'll keep an eye out for your shipment. Haben wir? Glaube, bestimmt. I appreciate that. Is that the great general? More than you might guess. Maybe he isn't... Oh mein Gott, maybe he isn't quick to offer his thanks to outsiders, but I know he'll be grateful for your help. It would be a boon to the war effort if our iron was recovered. you can trust me to handle this. I knew that Tunan wouldn't have dispatched you without good reason. The court isn't exactly known for gambling when the stakes are high. He glances to a crate beside him and points to a small set of notches on the wood. You see that? Ach, das, was ich gerade ausgeraubt habe? That is how we tell apart our iron shipments from the rest. Ach so, nee, okay. Mm-hmm. Inconspicuous, so people don't go snooping around. You'll want to keep your eye out for these. Good hunting. Okay, also wir können die jetzt identifizieren, ist gut. Okay, machen wir. Wen haben wir hier? Niemanden. Hier haben wir ja niemanden. Sorry, I can't. Can't do that. Ist hier nix? Offensichtlich ist hier nix.
Wir hier nicht? Nee, können wir nicht. Can't do that. Das sieht so verlockend aus da, aber gut, da ist offensichtlich nichts. Ah, hier ist was. Das ist relativ offensichtlich, das finden sogar wir. Hier finden wir einen Leather Buckler. Naja, hier, schauen wir mal. Ach, du willst schon wieder reden? Wieso wollt ihr denn ständig reden? How did you do that? What? Do what? Back in the Ark in Swartent. You cast an edict as casually as reading the supply shipment. How did you do that? Well, I've done it before. You cast the Edict of Fire on the Vellum Citadel. I heard about it. How Kairos's anger raised a volcano from under the sage's own fortress. That was some impressive work. That was me, alright. Well, call me impressed. Considering that... Das war nicht... Ich hatte ja erwähnt, dass ich das eine ziemlich blöde... Ach, egal. Considering that you've read the words of Kairos more than once, I'm surprised that you're even alive to tell of it. Ja, ich meine, ich bin auch dafür angestellt von ihm. Bitte. Your vocal cords should have turned to ash by now. Ach, ist das eine Nebenwirkung? Das ist doch gut, dass wir das erfahren. I'm not trying to make you feel uncomfortable. Gar nicht. It's just worth recognizing what you've done. Not only are you Tunin's Fatebinder, you are the mouthpiece of the Overlord. Wenn ich da gerade an den letzten Mouthpiece, der mir von einem Overlord so im Kopf ist, das ist hier das, wie heißt er? Mouth of Sauron? Aus Herr der Ringe, dieses, also im Film ziemlich unschön aussehende Ding. Können wir dann also auf diesen Titel verzichten, will ich damit sagen. Gives me plenty of reason to stick around. Oh, das ist gut. You're going places and I want to see where they lead. Ah, du möchtest reisen. Gut. If you say so. I have some questions. Das haben wir doch alle schon gefragt. Tell me about your time with Scott Chorus. What do you think? Nee. What? Care to duel? You learned a thing or two about fighting... Okay, we'll talk again later. Also, das ist immer noch da. Du willst auch reden? You look as if you have something on your mind. By all means. Sag mal, ist das die gleiche Synchronstimme wie Kana? Fällt mir gerade auf. Aus Pillars of Eternity? Ich meine, das könnte ja auch Kana sein. Nein, kann natürlich nicht, aber, What can I do for you? Yo, das ist Kana. Cool. Ich will jetzt nicht mit euch reden, ich will nur gucken, was hier ist. Rona, Räubertochter. Erstmal wollen wir euren Kram klauen und dann reden wir mit euch. Flup. Erstmal, ich würde sagen, erstmal klauen wir den ganzen Kram. Hier ist noch mehr Kram. Good thing I keep a torsion wrench handy. Okay. Bloodmoss. Ah. Skull, Lesser Sigil of Strength. Okay, das ist gut. Noch mehr Stuff zum Klauen, hurra. Ich meine, wir sind hier Fatebinder. Wir können ja hier, ich meine, dass die sich nicht wundern, dass wir rumlaufen und so und Sachen klauen, aber, Elemental Barrier. Carefully skinned game. Wir sind ja hier wichtig und da können wir einfach. Geht das hier nicht weiter? Nee. Achso, nee, das war Fast Mode, ja. Ich drücke immer noch D von Pillars. Hier waren wir schon drin. Lucia und Markus, nun wollen wir mit euch reden. Ihr gehört ja offensichtlich zusammen. I'm Lucia, this is Markus, danke. Ich habe eure Namensschilder gesehen. The Disfavored Soldiers Points... Also die Soldiers Point... Also wenn dann Point oder Soldier Points to the Armored Man next to her. Okay, Soldier, das S ist falsch. And you must be the Fatebinder. Das ist soweit richtig. From under her helmet, you hear an audible scoff. You've been assigned to babysit...
Ach, guck mal. Das ist ein bisschen respektlos hier. Schön, wie er hier immer überall rumsteht. Die anderen alle in Bewegung und dynamisch eingefroren und er steht immer nur. Ich bin der Stoiker. Assigned to your hospitality while you remain on this favored ground. If you should need a place to rest, we can make the necessary preparations. What can we do for you? It's good. Marcus, tell me about yourself. Not sure there's much to tell you. I trained at Fort Resolution. This is my first campaign, and I'm proud to be with the Legion. And I'm instructed to say that. I was wounded at the Gates of Judgment, but Graven Ash's protection mended me good. I owe my life to him. Are you bragging that you let your guard down and took a spear to the gut? You really shouldn't boast about the filthy Tearsman besting you in battle. Okay, also offensichtlich seid ihr entweder Kollegen in der Armee oder, also was inzwischen wahrscheinlicher ist, Eheleute. Aber you're just bitter that Lord Ash never seems to notice you. In all seriousness, I would take that spear again if it brought honor to the disfavored. Ja, ja, klar. Self-sacrifice und alles. Kaivus knows we could use it. We are the elite fighters of the Northern Army, but somehow we still lack the Overlord's confidence. He shakes his head and sighs. Lucia, tell me about yourself. I do this. She unenthusiastically lifts up her heavy shield, and I do this. She mockingly steps at the air with her spear. Lucia shrugs. Playing host is not my strong suit. Nee, und conversation auch nicht. Aber du bist putzig. Ignore my sarcasm. Okay, das wird ein bisschen, die ganze Sache wird ein bisschen schwächer, wenn du uns sagst, dass es Sarkasmus. Aber egal. I've seen the Legion through my share of the campaign. After so much bloodshed, our pretenses of honor can wear me down. The North is my home and I consider each and every one of the ironclad bastards in this camp to be family. Oopala. You won't find another army where each member of the phalanx is as beloved and cherished as the next. Okay. You seem handy with a weapon, Lucia. Aye, and if you ever want some pointers on how to use that weapon of yours, just let me know. Ich hab einen Magic Mage Staff. Na gut, der ist wahrscheinlich nicht so viel anders als... Nee, der ist anders als mit dem Speer. Mit dem Speer sticht man zu, mit dem Mage Staff. Ich meine... Ja, egal. Lucia, are you flirting with Tunans Fatebinder? Das ist mir nie aufgefallen. Ach, she winks, okay. If you need some pointers on how to use it, weapon of yours, just let me know. Okay. Ja, aber mal gucken, kann sie ja ruhig. Relax, Marcus. There are plenty of camp slaves if I ever need to scratch an itch. Okay. Although, to the visors of a helm, you notice Lucia's eyes roving up and down your body. Okay. If you ever need someone to warm your bedroll, let me know. I sleep in my armor. Hope you don't mind. Doch. Also, ich meine, ist das nicht, also ich meine, für das, was worum es jetzt gerade geht, eher kontraproduktiv? Also, würde ich jetzt mal so, allgemeine Lebenserfahrung, also das könnte doch, ist das nicht eher, aber bitte. Ich weiß ja nicht, wie der Armer genau geformt ist und wo da was wie, aber das erscheint mir etwas hinderlich. I sleep in my armor. Hope you don't mind. Das ist auch so ein Satz, den hört man auch selten, ne? Aber gut. So do I. But you don't hear me bragging about it. Ja, aber der Unterschied ist, sie könnte ihn ausziehen. Ne? Das, ich glaube aber, das hast du schon, ich weiß, dass du das weißt. Das ja. How have your skills fared in battle against the Oathbreakers, Marcus? Every battle is a reminder of the Legion's superiority. Oh God. The Oathbreakers have plenty of heart, but nothing to beat our Northern Values and Graven Ashes love. Northern Values? Okay, das sind doch welche genau. Leitkultur. If you ever want to enjoy that feeling, I can spare you the time of day to cross ein. Als flirtest du auch mit mir, oder was? Das ist ja furchtbar hier. What's it like serving with the disfavored? Das wissen wir doch. In spite of our name, the Legion commands more honor than any military on the face of Taratus.
Unlike the chorus, there's tradition, discipline, teamwork and unity of purpose. There aren't many of us, but it's better that way. We are a tightly knit family bound together by trust and glory. Oh God. Ja, wie schön. Erzähl mehr davon. Accurate enough. After seeing the disunity and bickering of the younger realm defenders, I feel lucky to be in the most agreeable legion of Kairos' host. Even if you're not always the most efficient. Das kann man so sagen, ja. Ja, ihr habt allerdings auch unfähiges Personal. Also oben an der Spitze. If the Legion boasts so much honor, why are they the disfavored? Das weißt du nicht, Fatebinder? I'm afraid that isn't for me to say. Oh, da gibt's sogar einen Grund für. Others around camp might be able to tell you more, but I don't freely discuss the great general's history. Ah, okay. But you say that it involves the great general, which is already a telling clue, idiot. Facepalming, das ist drollig. Drat. At least the Iron Marshal isn't within earshot, or I'd be washing my mouth out with wormwood. Ich nehme an, das ist nicht gut. Lucia, Markus, Training. Of course. Okay, was passiert dann? Okay. Okay. Das hier wäre jetzt Tutorial ganz hilfreich. Was ist das hier? Ach, das kostet das. Wir sind Level 2. Ranks Track des Level 5. Wir können trainieren. Parry will ich aber ehrlich gesagt nicht. Was kannst du... Warte mal, was haben wir denn überhaupt? Was haben wir denn überhaupt? Das war Quickness, das war Wits, das war Finesse. Vitality. Resolve. Parry 33, Dodge 33. Turns against ranged attacks or magic spells. Also wenn... Also Athletics haben wir bisher ja eher nur so in Dialogen gebraucht, beziehungsweise nicht Dialogen in... wenn sowas außerhalb von Kämpfen passiert. Subterfuge haben wir schon 40, gut. Ich weiß gar nicht, ob man da Punkte reinsteckt in diese Sachen, die scheinen sich automatisch zu trainieren, ne? Also vielmehr, sie scheinen sich automatisch zu trainieren und ob man da noch zusätzlich Punkte reinstecken kann, weil Punkte... Wir können hier jetzt... Das können wir... Doch. Wir können jetzt diese Skills, die wir sonst durch Übungen trainieren würden, trainieren wir jetzt mit euch, weil wir mit euch üben. Okay, das ergibt viel Sinn. Okay. Jetzt klauen wir erst euch erstmal euren Fisch. So. Und dann reden wir nochmal mit Lucia. Ja, ist der Fatebinder. Was kannst du uns geben? Some fun to break up the monotony of the siege. Warten wir mal ab. Oh. Current rank. Also wir können... 14,45. Verstehe das nicht. Sind 0 von 45... Ist das... Prozent kann... Also... Weil das hier ist fast voll und hat 14. Das ist völlig leer und hat 0. Und wieso von 45? Ist das hier irgendwo irgendwas erklärt? Nö. Tutorial gibt's auch keins. Also wir können 5 trainieren. 0 von 5. Heißt das, wir füllen das von... Zum Beispiel, wenn wir jetzt 5 mal Athletics trainieren... Warte mal, wir können ja einfach speichern. Ich weiß nämlich nicht, wenn wir nur 5 haben pro Level, will ich das nicht in irgendwas investieren, was nutzlos ist. Habe ich gespeichert? Oh ja, das steht da oben, glaube ich, ne? Ja, okay. So. Ja. So, wenn wir jetzt Dodge mal trainieren. Jetzt haben wir 1.
Okay, da kriegen wir einen dazu. Und das bringt uns was? Buchstäblich 2 Punkte hier. Das erscheint mir ziemlich wenig. Aber ich weiß nicht, wenn das nur bis 100 geht. Nee. Gibt keinen Grund, warum es nur bis 100 gehen sollte. Also wir können quasi 5 Punkte auf die Support Skills pro Level verballern. Okay. Das ist ein Quick Save, ja. Nee. Load. Gut. Okay, würde ich sagen, das heben wir uns mal auf. Ob ich das brauche, weiß ich noch nicht. Oh, du warst irgendwas. Du wurdest erwähnt. Fatebinder Wertenheim, am I right? I'm Sevius, Commander in Third Generation Disfavored. Specifically, I'm Sevius the Younger. Some folks can't keep track. The rank says commander, but lately I'm just organizing patrols and trying to stay out of the way. You should talk to Iron Marshal if you've something official that needs discussing. What is it that you need? I overheard you asking the Earthshaker where the reinforcements have gone. Is there a problem? The two armies haven't worked well together in years. Why do you think that is? Ne, das fragen wir einen Repräsentanten der einen Armee. Ne, der wird ja bestimmt eine total objektive Antwort haben. Come on, Binder. Ist das die Koseform? Seems like asking why beasts stink. The disfavored are only too eager to deliver Kairos' peace to the Tyres. Atheus, while the Scarlet Chorus bring only mayhem in their wake. You can tell me the Voices of Nerad has a plan and I'll take your word for it, but the Chorus sure seems to blunder around, never moving with purpose as we do. I wonder if we've been fighting the same war soldier. I've seen Ash yank his precious soldiers away from more battles than he's won. If you want to call that progress, be my guest. Unless we find a way to work as one, I fear that the Scarlet Chorus will step in front of Graven Ash's strategies at every turn. As far as I'm concerned, it seems like the Voices of Nerad is here to amuse himself, while the rest of us are here to do our job. Okay, ja, das war ungefähr die Antwort, die ich erwartet habe. Völlig informationsarm. Tell me about yourself. Not much to tell. My father was Sevius the Elder. His father was Sevius the Even More. The first of his name. Okay, natürlich. Lead Drillmaster of Ash's first Iron Guard, back when they were the Bronze Guard. I was born into the Legion, and with any hope, I'll die in the Legion. The rest you will hopefully hear about when the Storytellers immortalize me. Du bist putzig. You was in the Bronze Guard, so family must have been with Ash since before he was with Kairos. Before he bent the knee to Kairos, Graven Ash rallied his legions against the Overlord's authority, his powers on Battlefield and who welcomed him to their ranks in exchange for his obedience. Okay. Ja, dann gehen wir mal, kriegen wir bestimmt Lore dazu, ne? Jo. Skill-Experience, das, ich glaube, wenn wir hier einen bestimmten Wert erreichen, dann kriegen wir einen Rank-Punkt quasi dazu. In Lore, glaube ich. Ich glaube, so funktioniert das. Aber nochmal, jetzt mal gleich mal danach nachgucken. You know your history. The blood goes back that far. Not the memories, as I only ever knew my father. My grandfather was just a legend. One of Ash's best warriors back before the disfavored were reforged in iron. I'm proud of my heritage, but I try not to brag. There are folks who love the Legion every bit as much as I do, but I lack the same pedigree. Speaking of heritage, how is your family looking these days, Beric? Are they still the pride of the North, or have they debased themselves in some unspeakable manner? What? Speak not of my family, verse, or of our honor. You have no right. Don't I? Well, very well. Go about your ignorant way, you dumb ironclad. I'll say no more. Okay, das, also die scheinen sich ständig zu kabbeln. Okay, das ist... Aber solange sie sich nur verbal kabbeln, soll mir das recht sein. Da ist das vielleicht ganz unterhaltsam. Bronze Guard?
Well, this day and age was a century ago and they didn't have Kairos' modern luxuries like iron. Okay, also iron ist besser, hätte ich mir doch gedacht, weil ich meine, Bronze ist doch weich. Also, oder weicher. So back then, the Great General's inner council was known as the Bronze Guard. Okay. Mhm. Ich meine, wir müssen hier ja nicht allen, okay. Back to other questions. I heard you asking that Urshaka, why the siege is delayed for so long? Also, dieses, man kann ja immer minor favor gainen, wenn man den Honig ums Maul spielt. Das ist aber manchmal doch ziemlich aufgesetzt, finde ich. Aber gut, ich meine, andererseits, wenn sie darauf anspringen, springen sie halt darauf an. Ist man halt nett zu ihnen. Ich weiß halt nicht, inwieweit das Spiel das verfolgt und ob das Spiel davon, oder die, ne, also die Entwickler davon ausgehen, dass wir das dann auch so meinen. Weil ich meine, es hat ja eine buchstäbliche Wirkung auf unseren Charakter. Mitunter. Also und auch auf unsere Companions und so weiter. Also da bin ich mir noch nicht so ganz klar, wie ich das handhaben will. Vielleicht wollen wir es erstmal nicht übertreiben mit dem. Vor allem, weil mir die Disfavored ja eigentlich. Gefallen mir die ja nicht besonders, deswegen weiß ich nicht, ob es unbedingt richtig ist, wenn wir da so tun, als wäre das so. Ich meine, das wäre eine gute Strategie, das zu tun, wenn man dadurch Vorteile gewinnt bei denen. Nur in dem Moment, in dem man spieltechnisch dadurch Vorteile bekommt, erscheint mir das ein bisschen unfair. Weil ich meine, es ist eine Sache, Figuren in der Welt zu verarschen oder zu bescheißen oder zu hintergehen, aber sozusagen, wenn man dann in Anführungsstrichen die Spielmechanik in Anführungsstrichen hintergeht, das ist immer ein komischeres Gefühl. Aber schauen wir mal. I overheard you asking that Earthshaker where there their reinforcements have gone. Is there a problem? I'm afraid so. Reddix, the head of the Earthshakers, was supposed to arrive with a group of his most competent spellslingers. Mages, quasi. To help break the stalemate. I don't know what's holding up their arrival, and that worries me. If you were at all inclined to lend a hand, we could use some arcane support on our side. Have you checked any caches of confiscated lore? Okay. If only our work was that easy. At the Arcan of War's behest, we make a bonfire of any illicit tomes or scrolls we might confiscate. Ach Gott, das natürlich. Müssen wir wieder alles verbrennen, bevor wir noch eventuell wichtige Informationen oder irgendwas anderes Hilfreiches rausziehen können. Ihr seid alle so bescheuert. At least those that don't slip through our fingers from time to time. The likelihood of finding our missing mages nestled among a stack of parchment is slim. Ja, das ist mir schon klar, dass die nicht zwischen den da, aber ich meine, vielleicht ist da einfach das kann doch eine Information. Okay. I could lend a hand. Ich weiß zwar nicht wie, aber sagen wir einfach. Oh, wow. Could you? I knew the Tunin's agent wouldn't fail us in a time of need. Schau mal. I marked the last known site of our Earthshaker's reinforcements on your map. Good hunting, Fatbinder. Why do you think the siege has delayed for so long? It should have been over real quick and simple. The first cohort arrived in the valley and went right for the kill, but that was before we knew the Vendrian Guard had sages and that water witch on their side. Water witch. Okay. Es gibt eine Water Witch. Also es ist eine Hexe, die gerade badet. Oder was eine Water Witch ist, auch egal. A bigger problem is the Scarlet Chorus. They eagerly conscript. Das ist ein größeres Problem als eure Feinde. Okay, irgendwas funktioniert zwischen diesen Armeen buchstäblich. Also überhaupt nicht. They eagerly conscript the Vanrian Guard, but I have no proof of this. But it seems they do very little to keep a watchful eye on these drafted Tearsmen. They are often sent out on patrol, and we suspect they use that opportunity to escape back to the Vanrian Guard. Every Chorus conscript has a choice. Life under Kairos or death under the army's boots. By all means, feel free to cut down those who choose the latter. We won't be offended.
Just so we don't mistake each other. I know what I'm saying carries an implication of treachery. I'm not making a formal accusation before Tunin's agent. Irgendwie ja doch, ne? I'm just voicing my gut opinion on the matter. Ja, ja, people say, ne? Ja, ja, ich habe gehört. Ja, ja. Okay. Okay. Ja, hat dann... Okay, hat dann der Kollege Schäfter was dazu zu sagen? Zu dieser ganzen Situation? Arkan of War lets out a long sigh as he surveys the mirror. He glances over his shoulder, making brief eye contact with you, furrows his brow, and turns back to his contemplation. The first time you proclaimed an edict, you gave the enemy a suspicious amount of time to ready themselves. Okay, kommt das wieder. I chalk it up to excessive mercy for backwards people. But when the edict is against your kin, that order you follow to the letter. Willst du mir damit irgendwas unterstellen? May we speak a moment? I tire of all this endless prattle. I'm the Arkan of War, and the Overlord has decreed battle. If you wish to help, go speak with my soldiers. Return when you have done something useful. Du willst echt nicht mit mir reden? Ja, offensichtlich. Was passiert denn, wenn wir... Das ist Autosave, ne? Ja. Was passiert denn, wenn wir... Weil ich meine, du hast mir da ja quasi unterstellt, dass ich quasi potenzieller Verräter bin. Können wir dich da irgendwie... Okay, können wir nicht. Okay, gut. Gut. I've got it. So, hier waren wir schon überall. Hier waren wir auch schon überall. Wo sollen wir denn überhaupt hin? Magophie, Encyclopedia, Notes. Be taken. Meet with Antio at Echo Court's Crossing. Okay, da hat er sowieso Northern Clearing. Okay. Ah, ihr habt noch Namen. Okay, oder du hast noch Namen. Bitter Quip. Glory to the voices of Nerat. Projecting a salutation for all to hear, the grinning blood chanter wraps his staff against the ground as you approach. Fatebinder Vertner, I presume? The smile quickly retreats, giving way to a sour scowl. I am Bitter Quip. I am here as the emissary of the Scarlet Chorus. Bitter Quip looks at you impatiently. What is it like working with the disfavored? He scoffs, looking away from you for a moment before sniffing and returning his attention to you. Reporting to the Iron Hag is an insult. She fought one duel for a title? One? Her leadership must be continuously proven, earned, and defended. Weakness should bleed to the bottom of the army, not rise to the top. Kannst du diesen Lehrerfinger da mal wieder runternehmen? Wir sind hier nicht in der Schule, Freundchen. My assignment here is also an insult. Eigentlich ist alles ein insult. But one I will bear with the good of the for the good of the chorus. Bitter Quip sniffs the air, smiling with one side of his mouth. If only to see with my own eyes the failure of the disfavored, that will be a fine day. What can you tell me about the Scarlet Chorus? The Chorus is the future of the tears. I feel only derision and pity for those who fear our inevitable ascension. Bitter Quip looks at you with a raised eyebrow. What in particular would you like to know? Tell me about the voices of Nerat. He is supreme commander and public servant.
He who sets us free but directs all. Das ist ein ziemlich blöder Titel. Bitter Quip smiles as he talks, his face turning flush. Sein ganzer Kopf ist rot. Ja, aber der ist ja sowieso schon rot. The Voices of Nerd is the epitome of what each of us can be. A magician without equal and the leader of uncountable numbers. The voices and the chorus are one. Conquering, expanding, growing, changing, always stronger. Ja, also ihr habt eure Propaganda ziemlich gut drauf, nur ihr macht nix, habe ich den Eindruck. Bitte pounce his staff on the ground. Glory to the voices. How did you come to join the Scarlet Chorus? The Doctrine of Strength speaks to me, and I answered its call, as did some of my arcane peers. I took to the chorus almost instantly. Unlike most, I cried not for the life of comfort lost to me. My magic invokes fear and terror, and I easily established my dominance over a pack in my early days in the chorus. If you are so curious about it all, perhaps you should visit our camp and see for yourself. Okay. What is your role in the chorus? I'm a blood chanter. My magic can turn the will of man into tide of battle. I've held command for 3 years now. Though being forced to keep an eye on the disfavored is not the reward I had envisioned for my service thus far. Ja, kommt immer eins verdeckt, ne? Sieh dir die Welt an, haben sie gesagt. Ich würde lieber segeln. Sounds of if you really like the voices of Nerd. Blink several times and scouts. Ich dachte, okay, that's all for now. Okay, du bist ja auch nicht so hilfreich. So, du hast auch noch einen Namen. Immer schön mit allen reden, die einen Namen haben. Got no time to chitter, too much armor to mend. Speak to Uncle Pentagon if you things to trade. Machen wir. Haben wir das nicht schon? Ah ja. The Iron Marshal said I can avail myself of some iron armaments. Oh, did she? Guessing she didn't use the plural of the word armament. Pentagon grabs his token, nodding into its authenticity. Kairos smiles on you today as I have a score of names on my list of soldiers waiting to swap out their rusted gear. I don't have a lot to spare. I can get you a sword, a helmet, and yeah, I think a corselet that just might fit you. Was soll denn das heißen? If there's something in my... Moment. Haben wir jetzt... Brauchen wir doch gar nicht. Das ist doch doof. Ach so, ich dachte, das hätte, was wir da gekriegt hätten, würde uns... Da kriegen wir einfach nur ein Item geschenkt, quasi. Das ist ja wenig hilfreich. I got it. Habe ich mit dir jetzt schon gesprochen? Weiß ich gar nicht mehr. Haben wir offensichtlich schon. Jetzt müssen wir den Kram nochmal machen. Dann machen wir nochmal kurz hier. Bla, bla, bla. Sehr gut. Hier ist noch ein Earthshaker. Achso, Earthshaker Reinforcement, also noch mehr Earthshakers, okay. Pentibor. Ja, wir müssen auf zum einen abends. Okay. Ein Helm, den brauchen wir eigentlich alles nicht. Ich will ja mal gucken, was du sonst noch so hast. Das haben wir beim letzten Mal ja nur etwas sehr fix gemacht. Brotherhood Stout, Bronze Sword. Ah, das ist also quasi ein Tier bessere Waffe. Also, verstehe. Aber ich meine, wir brauchen doch keine Waffe. Das war doch total doof, dass ich das gemacht habe mit dem einen Marshall. Aber gut, egal. Camping Sup. Oh. Das können wir doch gar nicht kaufen. Aber wir können Sachen verkaufen. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist nämlich Sigil of Frost. Das haben wir nicht. Das will ich.
Nehmen wir mal einen. Was ist der Wert? 80. Dann nehmen wir hiervon mal einen. Okay. Okay. Ich nehme mal an, das Spiel hat das korrekt ausgerechnet. Wir haben jetzt das, was wir haben wollen. Hahaha. So. Sigil of Frost. Magical Core. Learn. Jo. Und das hier war auch irgendwas, ne? Learn. Okay. Und jetzt können wir... Oh, Frostsiegel. So, was können wir denn hier... Was haben wir hier? Distant Impact. Distant Targets. Just got to affect single targets near the caster. Nee, eher weiter weg. Okay, was haben wir jetzt? Rhyme Spike. Frozen Affliction klingt super. Area of Effect... 1 Meter. Können wir das größer machen? Ist das hier... nee, wir brauchen das. Wenn wir das jetzt dazu nehmen... Reaching Grass... Dann sind es... Ah, dann sind es 10 Meter und nicht 8. Okay, und das hier? Wenn wir das dazu nehmen... 15 bis 24. Okay, das macht ein bisschen mehr Schaden. Aber es kostet 50 Lore und nicht nur 30. Okay, du hast einen Lore-Skill von 30. Das heißt, du könntest das dann zur Not auch zaubern. Wir hätten sogar 50. Wir könnten also ein besseres machen. Ich denke, 8 Meter reicht. Dann packen wir das noch rein. Wie machen wir das? From Master's Frozen Spike of Ice from the ground under target shoot and panel the freezing. Probieren wir aus. Weil wir verlieren ja nichts, ne? Okay. Wir können das ja jederzeit wieder ändern. So, wenn wir es jetzt near the caster machen. Lorecard 35, das kannst du dann nicht mehr. Dann nimm erstmal nur das so, wie es ist. Cool, du könntest das ja auch. Okay. Cool. So, und dann haben wir hier noch... Warte mal, wir haben ja das Ding, ne? Das ist... Range 2 Meters, das erscheint mir nicht so super, das können wir aber ändern irgendwie. Irgendwo habe ich gelesen, dass man das modifizieren könnte. Nee, das ist soweit richtig. Distant Impact. So, und jetzt machen wir... Also jetzt hat das einen anderen Namen, weil... Okay. Okay, also das ist jetzt weiter weg. Das macht... Moment. 13 bis 19, 8 Meter Push und das macht... Stunt. Okay, das ist gut. Dann machen wir ein bisschen mehr Power rein. Und... Okay, haben wir das geändert. Cool. Okay, ich, langsam verstehe ich ein bisschen mehr. So, was haben wir hier? Das ist ein... Verglichen mit dem... Ist das schlechter.
Preis verglichen mit dem und verglichen mit dem. Und ein QC plus 15. Nice. Okay, das gibt Parry dazu. Oh, die Recovery ist lang. Ah, okay, das ist also schnell und... Ah, okay. Delicate Curve and Tentative Shield with Flash and Pain. Okay, 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 okay. Also das ist... Weil das ist ja... Fast doppelt so langsam. Also... Okay. Gut, dann lassen wir das erstmal so. So, wenn irgendwann vergessen, mit dem ich reden wollte. Können wir mit den Tieren reden? Nein, können wir nicht. Wollen wir auch gar nicht. Hattest du eigentlich irgendwas zu verkaufen hier? Nee, ne? Du warst einfach nur Quest-Typ. Nee, du hast doch was zu kaufen. Verkaufen. Oh. Neues. Neues, neues, neues. Ich meine, können wir mit nichts mit anfangen? Was macht der hier? Okay, Control Stone, huh? Okay, das ist wirklich nicht viel. So, und wo wir hier schon mal sind, können wir auch mal unsere Formation wieder ändern. Das ging hier, ne? Okay. Gut. Jo, da würde ich sagen, können wir jetzt ja mal, wissen wir eigentlich, wo wir hinwollen? Oh, hier ist noch was. War das letzte Mal nie aufgekriegt? All in the reflexes. Heavy Leather Helm, kann ja wieder kein Mensch was mit anfangen. Du hattest noch mal was? Like to see your wares. Können wir dir auch was kaufen? Heroes Insignia. Wow, 36. Ne, Bronze Wings. Wir haben zwei. Das ist Iron Wings und das ist was? Ach, Camping Supplies, okay. Ich dachte, das wäre Gold. Immunity to Frightened and Terrified. Okay. Guarded Form. Skull Contestant, which is used in spaces, alter a target's armor. Können wir uns nicht leisten, aber... Ich frage mich, ob man sowas immer kaufen sollte, so wie man sieht. Weil ich meine, wir können ja einfach Kram verkaufen, dann können wir es uns leisten. Nee, können wir nicht. Okay, na, merken wir uns mal, dass es das gibt. Habe ich hier eigentlich alles gecheckt? Jo. Na, irgendwas versteckt hier? Na? Ja, was haben wir hier? A humble grave lies before you. Better sword has been used as a marker. A grave for Ash's fallen son, Brennix. Even the Archons have suffered losses during the war. Some more than others. Sorry, ich habe Schwierigkeiten bei dir jetzt jemand anderes als Kana vor mir zu sehen. Aber gut, okay, danke. Okay, ist das vielleicht eine wichtige Information, dass wir jetzt wissen, wo sein Sohn... Nee, das ist ja so ungewöhnlich nicht. Also... Der ist... Okay, der ist, hat seinen Sohn verloren. Na gut, kann ja passieren. Wow, das war ganz schön weit weg. Also wir sollen... Okay, das liegt ja quasi auf dem Weg. Wir sollen da sollen wir hin. Und hier können wir mal... Wir könnten auch nochmal da hin.
Aber wir haben ja ein Zeitlimit. 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück. Das sind 6 Stunden. Das ist nicht so viel. Aber mich würde mal interessieren... Ja, gucken wir nochmal kurz hin. Mich würde mal interessieren... Was? Ambush. Fantastisch. Ich wollte eigentlich nochmal gucken, ob wir jetzt die Sachen da finden können, aufmachen können, die wir da gefunden haben. That's far enough, Fatebinder. Woman's voice booms from the top of nearby outcropping. Flashes of aquamarine body paint. Ja. Peek out from under her loose-fitting traveler's garb. Das ist Traveler's Garb, dieses bauchfreie Top. Okay, bitte. Und ein Minirock, wie es aussieht. Traveler's Garb halt. Ja, fettes Rollenspiel, herrlich. And her outfit is festooned in braids and knots of sailor's line. Flanked on either side by warriors dressed in Venuian Guard. The woman leans on an elaborate bladed staff pulsing with arcane energy. Ah, Kollegin. A swath of blue fabric rests draped over her arm. The blue flag is a symbol of diplomacy and truce, recognized across most of the known world, and it is a custom the Tearsmen hold dear. To harm another person under the auspices of a blue flag is a grave offense in both the Tears and in Kairos' empire. The custom of punishment is death. Okay. In accordance with ancient customs north and south, I offer and request a delay of blade. There are matters we must discuss without fear of reprisal. Okay. Sagst du mir noch, wie du bist? Also, meine Ebbe. The woman bows deeply, lowering her head in a practiced display of etiquette. The warriors by her remain in a ready stance, their nerves clearly on edge. In accordance with ancient customs, north and south, I abide by this truth. you would detain a Fatebinder of the Arcon of Justice? Unwise. In accordance with ancient customs. As is our custom, we are ready to kill to defend our lands. But we kill only in fair battle. We don't slay our prisoners. Mm-hmm. We know this isn't Kairos' way, but we must have hope. Naja, wir bringen sie auch nicht direkt um. Wir foltern sie halt erst. Und meistens sterben sie dann danach an Unfällen oder so. A few of my kin have gone missing, and though they may have perished, I have to inquire on the off chance they still live. If Captain Tarkus Deimos still lives, we would negotiate for his release. Wer ist das schon wieder? You recall that name? It's belonging to one of the Venuian Guard leaders to have assaulted Edgering Ruins, though you have no recollection as to his exact fate. Ein guter Punkt, habe ich wirklich nicht. Ich wollte da gerade hin und nachgucken. Aha, kriegen wir Loyalty dazu. Wann wollen wir denn ihre Loyalty haben? Tarkus Deimos ist der. Is with the chorus now? Was found at Edgewing Roots, we let him go. Ach nee, war das der da angegriffen? Nee, der müsste noch am Leben sein. Ich habe nur danach nicht wieder mit ihm geredet. Das hätten wir vielleicht machen sollen. Assuming he's a prisoner, what would you offer in exchange? We would offer you 5 choir men that got lost on patrol. They're healthy, got other limbs too. I would not have us barter with oathbreakers. Certainly not for anything less than disfavored lives. Wir verhandeln nicht mit Terroristen. Außer es geht dann um unsere Leute. Verstehe. You say there's something worth less than a disfavored life. Call me intrigued. Könntet ihr mal aufhören, euch jetzt hier rumzustreiten? Wir sind hier gerade in einer Verhandlungssituation. Da ist das wenig hilfreich. Hm.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. We let him go? Ne, das auf jeden Fall nicht. Ich meine, der stand da mit dem Blattschanter. Stimus is dead. Ich meine, wir können ja nur lügen, weil wir ja offensichtlich hätten wir wahrscheinlich noch irgendwas mit dem machen sollen, als wir auf der Karte waren. I will not negotiate ist auch ein bisschen albern, weil wir jetzt ja schon angefangen haben und das ist auch blöd. Tagesdemos ist... Tot ist er, glaube ich, nicht. Ich bin der Chaos now. Aber wieso ist das gelogen? So, that names means nothing to no, me? I'm sorry. I'm asking about one man out of thousands that have been slain by Kairos' forces. It's not like I remember the name of all your friends that I've killed. If I may make one more inquiry... What if Palox Tyrell? Did he survive? Wer zur Hölle ist das? Though you rarely have the luxury of matching names to the Countess Tearsman you've encountered, you are reasonably certain she is asking about the Vendrian Guard warrior that took Drustus hostage at Etchingoon. He did not survive this encounter. Palox Tyrell is dead. My apologies, Faith. Oops, was habe ich da geklickt? I had a terrible feeling this errand was in vain from the start. Yeah, yeah. I had no expectations that our friends could be saved. As I'm sure, then all that remained. Das machen wir nochmal. Da habe ich mich verklickt, das war blöd. Besser das hier. Wie sich herausstellt, kann ich heute Morgen nicht nur nicht lesen, sondern ich kann auch nicht richtig die Maus bedienen. Also es ist ein sehr anstrengender Morgen. So, hier sind wir fertig. I got it. Habe ich das alles schon gemacht? Nee. Also wenn wir jetzt das laden, ist das nach der Conversation oder vorher? Nee, vorher, gut. Also das richtige Safe. That's far enough, Fatebinder. Ja, ja. In accordance with ancient customs, Northens, as is our custom, a few of my kin have gone missing, and though they may have perished, I have to inquire on the off chance they still live. If Captain Tarkus Deimos still lives, we would negotiate for his release. Okay. We would offer you 5 choirmen that got lost on patrol. They're healthy. Got other limbs, too. I would not have us barter with oath. You yeah. say there's something worth less than a disfavored life. Call me intrigued. Tagesdemon is with the chorus now. Then if we see him again, it will have to be as enemies. Ach so, ist, ach der, nein, ach so, okay, das ist ja auch ein bisschen unglücklich formuliert. Ich dachte, die haben ihn als Gefangenen, aber, die Aussage ist, er hat den, er ist denen beigetreten. If I okay. may make one more inquiry. My apologies. I had no expectations that our friends could be saved. Then all that remained. Okay, also nochmal, oh Gott, das tut mir leid, das ist ja echt furchtbar. Nochmal, meine Güte. Ist nur eine einfache Unterhaltung. Wie kann ich die so verbocken? Okay. Also. Third time's the charm. That's far enough, Fate. In accordance with ancient customs, as is our, a few of my kin have gone missing, and though they may have perished, I have to inquire on the off. We would offer you 5 choirmen. I would not have us barter. You say there's something worth. No. I'm sorry.
If I may make one more inquiry, what of Palox Tyrell? Did he survive? So. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Whoever you will ask about next, I show you nothing. Palox Tyrell is dead. Okay, she nods slowly, saying nothing for a long moment. My apologies, Fatebinder. I had a terrible feeling this errand was in vain from the start. Mm-hmm. I had no expectations that our friends could be saved, as I'm sure the time for swapping prisoners is long gone. Oh. But at least I know of what became of them. That'll have to be enough. Naja, von dem anderen, ich glaube, der lebt noch. Ich habe halt nur vergessen mit ihm, meine Gott, war da nicht so... Wenn ihr mich durchgelassen hättet, hätte ich das checken können, aber ne. Sorry, you did not find what you were seeking. I have some questions for you. We shouldn't be socializing with oathbreakers. I will entertain them as best I can. After all, understanding is the only hope we have. What is it you wish to know? Who's in charge of this insurrection? Listen to you. Thinking just like the Overlord wants you to think. There always has to be a person in charge or things don't make sense. We don't answer to anyone. We are each of us sons and daughters of the Tears and take this task upon ourselves freely. The Captain Tarkus Ari, former Falksman of Queen Vendri and Alanta, is the voice we trust when we seek unanimity. Also ist der in charge? Dann sag das doch einfach. Kannst du diese ganze vorigen Quatsch sparen? Why do you use this curse? What are you trying to save? ihr Land? Also, ihr Leben? Also, ich meine, da gibt's mehrere Möglichkeiten. I assume Tarkus Ari and Tarkus Demons are relations? Yes. Deimos was Ari's brother. Boom. We were certain he was dead, but the captain takes family seriously. So I volunteered to find some answers. And now here we are. Were there prisoner swaps in the past? That is our way, Binder. Here in the south, only thugs and bandits kill prisoners. The younger realms may be guilty of constant fighting, but we never slay each other when the battle's long over. We're not about to change that now. Mm-hmm. As a rule, Kairos's forces haven't been keen on swapping prisoners. But I know our disfavored prisoners aren't prisoners anymore. I just assumed they were swapped for some of our own. Mm-hmm. How did you and your friends overthrow the garrison? I would joke that the voices of Narat left the gate unlatched, but dozens of warriors lost their lives taking the citadel. There is no secret to it. We simply attacked with speed and certainty at a time when the Archons were elsewhere in the Tears. The Scarlet Chorus had a rout, and what few disfavored soldiers were present made an impressive showing. But they were surrounded and overwhelmed once the chorus fled. Why do you resist? I grew up without my knee bent to Kairos, and if I'm going to bow to someone, let it be another Tearsman. Mm-hmm. We've ruled ourselves just fine for centuries, so we'll give our lives so that our sons and daughters might rule themselves. Okay. Haben wir einen Deal? Ihr werdet sterben und dann entscheiden wir, wen wir als Herrscher einsetzen. Only your daughters are really free in the Tears. Was? What? The realms of the political faction of the Tears. For centuries, the realms have battled among themselves. Wieso sind nur die Töchter frei? Really free in the Tears. Why fight against Chaos's Equality? Die Männer werden... Ist das ein Matriarchat? Oder werden die Männer gleich zum Kriegsdienst eingezogen? Only your daughters are really free in the Tears? I'm suddenly befördert to Chaos's Order. But a mage like you would not be the subject of such superstition and fear in the Chaos's reign.
Ja, natürlich werden sie das bevorzugen. Da frage ich mal, keine Ahnung, was das ist. There's freedom, then there's trusting idiots with power. Give a man a million marauders, he'll lose sleep worrying over his neighbor's thousand. I prefer my realms ruled by the braver sex. For centuries we've left the lands to the women and the seas to the men. And we did plenty fine until Kairos came around. I prefer my realms ruled by the braver sex. Also der braver sex ist bei euch, sind die Frauen. Sehe ich das richtig? Ich meine, das Problem ist, dass das nicht eindeutig ist. Deswegen ist es besser, wenn ihr da einfach den Sex genannt hättet, um den es geht. Weil dann müsste ich nicht raten. Weil, aber... We left the lands to the women and the seas to the men. Okay, also die Männer fahren zur See und die Frauen, okay, herrschen an Land. Okay. Oh. But a mensch like you would not be subject of such superstition and fear in a Kairos's reign. I doubt life is any better sworn to some mad Archon. Ja. I'd rather stand with my fellow tearsmen. I suppose stand immediately behind them in the event of an attack. At that remark, the soldiers flanking her exchange shocked looks. Ebb turns her focus to her compatriots. Yeah, you heard me. Way things were years back, you'd all be calling me a water witch and conspiring to sell me out to the nearest sage. Just because I'm helping you stop Kairos doesn't mean I've forgotten the hospitality of ages past. Okay, du bist also du weißt auch nicht ganz, auf welcher Seite du sein willst, ne? Also, die haben dich irgendwie... Wer ist denn das schon wieder? Longest Surviving Schools of Magic, the School of Ink and Quill, is the venue... Die haben wir doch niedergebrannt. Waren das nicht die? Knowledge, also the Sage Professor, putting more of the energy toward amassing knowledge... Structure became the Vellum Citadel. Ja, die haben wir... Not all sages know magic, but those that have mastered the guild's traditional sports can play many roles. Pool equipped secret that the sages greater acquired or whatever. Yeah. Du bist die Water Witch. Huh. Okay. And people wonder why the Tearsmen could never unite in time to fight back. Guter Punkt. It's refreshing to see that some things never change. What makes you think you have a chance? No, we don't. Those who believed Kairos could be stopped all died years ago, in the first wave of fighting. It's not about the hope of victory. It's about the hope of inspiring others. It is very likely we will fall here in Vendrian's Well. Good. But perhaps others will arise elsewhere. Mm-hmm. Younger realms will be set with constant battle. You'd prefer that to Kairos's order? You make conflict sound like a bad thing. Yes, the younger realms saw frequent battles, but it was never this wholesale slaughter like we've seen of late. Mm. No Tearsman ever cast an edict on the soil, or forced prisoners to kill each other, or butchered beastmen tribes. Ja, das mit dem Edikt, das können ja auch nicht viele, ne? Das kann auch nur Kairos, oder? Okay. That's all. Fair enough. But now a question for you. Okay. The edict. I can feel its magic coursing through the air. Everyone can. But those of us enlightened to the currents of magic feel it most. The wording of the edict. What was it? Mm-hmm. Beric weiß das noch gar nicht, wa? Ich meine, warum sollten wir ihr das sagen? Gain Average 4. Ich hatte überlegt, dass ich eventuell 4 bei Beric haben wollte, ne? Aber andererseits finde ich es ziemlich unpassig, dass ich hier irgendeinem vorbeilaufenden Feind erzähle, was quasi, was wir machen. Mal eine Sekunde drüber nachdenken.
Ja, also ich habe ja, weil für und wieder abgewogen. Ich denke mal, das erscheint mir unsinnig. Ich meine, es wird bestimmt eine Waterwitch, sie ist schon erwähnt worden. Vielleicht könnte sie uns was darüber sagen. Vielleicht ist sie ist Magier, vielleicht weiß sie da was drüber. I can feel magic cursing through the air. Aber andererseits, das stimmt ja auch nicht. Das ist für Chaos Warriors ist es ja auch nicht. Force must take ascension hall. There is also on a valuable parish. Das gilt ja dann auch für die. Weil ich meine, denen würde ich das eigentlich auch nicht erzählen. Also den Chefs vielleicht. Nur sagen wir das. In the name of the vaunted North, the will of Kairos should be delivered with blade and hammer, not to the ears of oathbreakers and compromisers. Ah, guter Punkt. Ja. Curious, you did say all in the valley. So the edict will affect Kairos's forces? This is most unexpected. Correct. That is most troubling. So either the soldiers come to destroy and kill us, or the edict does the work. I suppose we should be so honored the Overlord is taking no chances on us. So, was zu sagen? I have another question for you, if you will entertain it. Are we really standing here and chatting with Oathbreakers? It's hard to watch, like cuddling a goat you're going to kill for dinner. Ask a question. When I was young, my parents told me the tears were special, and the Overlord's edicts and armies could never touch us. Seems I've been told a hefty sum of lies. So answer this honestly for me, please. Natürlich. Is it true that Tunon's fate binders can smell truth from falsehood? Ich meine, das ist jetzt saublöd, wenn wir ihr jetzt ehrlich antworten, oder? Falsehood on parchment is an especially rank smell to endure. Terminators were special and the Overlord's edicts and armies could never touch us. It seems I've been told a hefty sum of lies. No, that's not true. Ich meine, da bringen wir uns doch in den Nachteil. Also benachteiligen wir uns doch. Andererseits, wir sind. Ja, mal gucken, wo dieser Weg hinführt. Zur Not machen wir es noch ein viertes Mal. Das ist ein bisschen seltsam hier gerade. Thanks for that. I could see why you'd want to foster the mystique all the same. The School of Tides would always tell commoners we didn't know how to summon drinkable water. Once they find out, you can't eat in peace. And Kairos's edicts. I have heard the sages speak at length that some of the edicts elsewhere in the world have been broken. What? How is this? The Overlord has some control over how the edict lingers, but Kairos only knows the exact details. Okay. It varies based on the wording of the proclamation. If Kairos provides a clause along the edict to end, that clause can be satisfied. Irgendwann kriegen wir Lore dazu. Ah, so some edicts are forever. The rest are as long as Kairos has in mind. Needless to say, Kairos's magic is unlike anything we've seen in any Archon. Ja, ist ja auch keiner. Er ist ja Overlord. Aber ehrlich gesagt, also ich meine, mal meinen Kollegen ein bisschen recht geben. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, was wir hier machen. And one more mildly self-indulgent question, but I simply must know. Kairos, male or female? Also vom Namen her ja offensichtlich ein Mann. Ganz offensichtlich weiß das. Weißt du das nicht? Ich weiß es offensichtlich auch nicht. I honestly do not know for certain. Really? You don't know either. You work for the Overlord, but you don't know if she or he has an innie or an outie? Ich denke nicht über die Genitalien des Overlords nach.
No, I don't know, but I have it on good authority. The Imperial Harem is stuck with both. Okay. Yeah, das ist wenig hilfreich. I think the Overlord just wants to keep people guessing. Okay. Why would you feel better or worse to know you lost to a man or a woman? Why does this matter? You speak true. It ultimately matters not. Danke. My apologies. The question now seems rather foolish. You must remember, Kairos was just a horror story from distant lands for much of our lives. We have many unanswered questions. You'll forgive, I hope, the questions. The Overlord and his Archons used to be things of legend. Now they're everyday maladies, and I'm eager to separate the truth from the lies I've been told by House and Guild. Mhm. Also langsam drängt sich mir fast der Verdacht auf, dass das ein NPC ist. okay. Huh. Ja, also ich meine, wir haben ja zumindest ein paar Sachen erfahren, wo mir eigentlich das Vorgehen so ein bisschen nicht unbedingt optimal vorkam, was wir hier gemacht haben. Also eigentlich wäre es korrekter gewesen, sie völlig zu, also keinerlei Informationen zu geben. Nur andererseits hätten wir dann auch keine bekommen. Oh, schauen wir. In accordance to our most ancient customs, let us depart in honorable accord. May peace find you. Fatebinder. Ja, ich mach das schon. Pounding is on the ground. Okay. Okay. Naja, vielleicht können wir sie ja irgendwie noch. Also ich nehme mal an, die treffen wir nochmal. Sorry, I can't. Hier finden wir Kram. Okay. Hier ist überall noch was. Grasslands of the Tears stretch far throughout the land. Much of it remains uninhabited. Sorry, I can't. You can make out the faintest outline of a soldier's arm in the bottom of this pond, a victim of a previous battle. Okay. Mehr Staff. Interesting. Oh. Hallo. Hm. Noise. Ja, das ist wirklich gut, dass man nicht scouten muss, um die Sachen zu finden. Sonst noch irgendwo was? Habe ich. Ja. Okay. Gut, dann reisen wir jetzt weiter und jetzt gucken wir noch kurz nach, was mit dem Typen da ist. Ich meine, jetzt ist eh zu spät wahrscheinlich, aber es würde mich einfach interessieren. Wer war doch hier, ne? Da. Prisoners from the Tarkus clan, then he's not just another any oathbreaker, he's one of their leaders. No mercy for those who find a person swinging up. If this das hätten wir machen müssen, okay. If his wounds don't kill him, thirst, starvation and infection will do the rest. All must be given a chance to find absolution and service to the Scarlet Chorus. And you know full well this has always been our way. He has a chance to be slave or soldier. Only then do we feed him to the pigs. I tire of this nonsense. You keep recruiting these oathbreakers, then you fail to inflict order and they defect. And we have to fight them all over again. I will not let another one of these south knobs come back to haunt us. Well, I insist this oathbreaker be taken to the voices of Nerad, leaving us at an impasse. Fortunately, we have a Fatebinder here to settle the matter for us. Okay, ja, vom Prinzip. Ich würde ihn ganz gern irgendwie verhören. Und aber ganz offensichtlich. Ne, also ich hätte vermutet, dass
der Scarlet Chorus das vielleicht macht, aber die wollen ihn offensichtlich nur als neuen Warrior haben. Nehmen wir das. If that's how you wish it, the prisoner will go to the Scarlet Chorus, but mark my words, treating these curse with kindness has been and continues to be a mistake. If it will calm your nerves, I assure you this one won't be put on the battlefield. Make sure the prisoner is taken straight to the voice of Nerad. Okay, dann befragen sie ihn hoffentlich. Until next time, Fatebinder, I know you have important business in the valley. No point in keeping you. Ja, das hätten wir vorher machen sollen. Okay, dann hätten wir der Kollegin, wie hieß sie, App, was sagen yes. können. Okay. Gut, dann gucken wir jetzt, das war hier, wo ich hingucken wollte. Curious. Und ich glaube, hier auf der anderen Seite war noch was. Ich weiß gar nicht, habe ich dich eigentlich schon genau? Hast du irgendwas? Limitless Boundaries. Die Area. Das klingt ganz gut. Den haben wir schon, ne? Ja. Duration of a Spell. Können wir uns leisten? Können das auch einfach verkaufen. Und das. Du hattest da auch Kram, den wir nicht mehr brauchten. Ne? Broken Armor. Damit kann ja eigentlich auch keiner was anfangen. Two-handed. Heben wir erstmal noch auf. Ja, da würde ich sagen, kaufen wir. Timeless Form. Nee, das kann weg. 18, 200 Weapon. Kann auch weg. Hast du irgendwas? Du hast Stone Shield Armor. Das Schild. Ja, vielleicht brauchen wir das nochmal. Okay, dann können wir uns jetzt beide kaufen. Und dann würde ich sagen, machen wir das. Ich weiß zwar nicht, ob es einfach besser ist, wenn man die findet, aber warum nicht? Dann. Okay, dann können wir Area of Effect. Könnten wir jetzt noch ein zusätzliches draufpacken, oder? Ja, aber dann wird es teurer. Okay. Ja gut, da beschäftige ich mich das nächste Mal mit. Level up. Okay. Gut, jetzt gucke ich noch kurz, was hier war. Und lauft ein bisschen schneller. Ich glaube, dann sind wir auf dieser Karte fertig. Ja, und dann können wir ja in die andere Richtung reisen, dahin, wo wir eigentlich hin sollen. Ja, nur hab dich nicht so. Ja, jetzt kriegen wir es auf. Proximity Action. Okay, ist das irgendwas? Light Leather Gauntlets.
Ja. Deflection 7, das sind 3. Precision plus. Die sind besser. Recovery plus 0, okay, ist ein bisschen langsamer. Okay. Scheinen aber nicht schlecht zu sein, ist vielleicht. Heben wir erstmal auf. Und das andere Ding. Wow. Aura Oriented Target, Lore 80, okay. Gibt es also ziemlich, welche man ziemlich viel Lore für braucht. Can't do that. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal dann nach Echo Call irgendwas. So hieß das, glaube ich. Und da werde ich mich, glaube ich, auch langsam mal mit meinen Aufsteigen hier beschäftigen müssen. Wie hieß das? Nee, da wollen wir erstmal hin. Ja, da können wir ja noch hinreisen. Ja, ja. Wupp. Jo, und dann gucken wir uns beim nächsten Mal im Camp der Disfavored um. Nee, gar nicht wahr. Des Scarlet Chorus. Okay, ja, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit mehr Tyranny. Also, bis dahin. Tschüss.